Ich heiße Azad. Ich bin eigentlich Arzt. Hi, ich bin der Marc, ursprünglich Apotheker. Und gerade bin ich zugeschaltet aus Boston. Und zusammen haben wir OneSoap erfunden und auf den Markt gebracht. OneSoap ist ein Gadget eigentlich, aber gleichzeitig ist es auch ein Kosmetikprodukt. Mit OneSoap haben wir das Duschgel neu erfunden und zwar in fester Form. Von der Entwicklung des Designs bis zum fertigen Produkt haben wir alles selbst gemacht. OneSoap vereint natürliche, hochwertige Inhaltsstoffe mit einer optimalen Nutzbarkeit unterwegs. Da kamen wir im Gespräch auf die Idee, ob man es nicht irgendwie in einem Art Biostick-Behälter verpacken kann. Gleichzeitig dabei stellte sich ja heraus, ja, man hat den nervigen Deckel. Was soll man mit diesem machen? Und hatten auch vielleicht die Idee, wie man ihn im praktischen Halter umfunktionieren kann. Also die Zielgruppe ist eigentlich sehr weit, wobei aber unsere Hauptzielgruppe sind Wassersportler. Wir haben jetzt letztens die Ehre gehabt, Robbie Nash zu treffen. Zum Beispiel, er ist ja eine Legende, den Björn Dunkerbeck. Und beiden hatten wir OneSoap geschenkt und hoffentlich nutzen sie sie jetzt auch. Und Antoine Albou, der amtierende Slalom-Weltmeister im Windsurfen, nutzt auch OneSoap. Es ist so ein spezieller Geruch. Ein bisschen limettingartig, angenehm, erfrischend. Im Moment halten wir die Produktion sehr flexibel und können aber sehr kurzfristig bis zu 10.000 Stück herstellen. Wir sind da recht pragmatisch vorgegangen. Wir wollten es unbedingt auf dem Markt testen, weil wir die Idee cool fanden, weil wir auch selbst das Produkt haben wollten und nutzen wollten. Und so haben wir es dann durchgezogen.